An Stadtbäumen ist das Interessante, dass sie so viele verschiedene Facetten haben, dass man an ihnen so unglaublich viel sehen kann. Es gibt die ästhetische Dimension, wie sieht so ein Baum überhaupt aus? Dann gibt es die ökologische Funktion, der Baum sorgt für gute Luft. Man findet Bäume in der Kunst, in der Literatur, in der Lyrik. Man findet sie aber auch in der Architektur als Säule, als Ornament an Fassaden. Man findet sie, je näher man hinguckt, eigentlich überall. Ich bin Marion Poschmann, ich bin Schriftstellerin. Ich schreibe Gedichte, Romane und Essays. Viele Straßen sind nach der Baumart benannt, die dort ursprünglich gepflanzt wurde. Also in Berlin hat man die Prachtstraße unter den Linden. Es gibt viele Straßen, die Baumnamen tragen, aber in manchen steht auch kein einziger Baum mehr. Der Zustand der Bäume verschlechtert sich kontinuierlich. Das liegt an der zunehmenden Trockenheit, der Dürre. Die Bäume haben zu wenig Wasser. Im letzten Sommer waren die Bürger aufgerufen, die Straßenbäume, die in ihrer eigenen Straße vor ihrem Haus standen, zu gießen, damit die Bäume überhaupt noch zurechtkommen. Und durch diese klimatischen Veränderungen sind die Bäume dann auch anfälliger für Krankheiten, für verschiedene Pilze, die dann wieder schwächend wirken. Wenn wir die Natur bewahren und eine ökologische Katastrophe verhindern wollen, ist eine neue Romantisierung der Welt, eine poetische Naturwahrnehmung unumgänglich. Es geht dabei nicht um sentimentale Verklärung, es geht um die grundlegenden Tatsachen unserer Existenz. Die Romantik ist ein Begriff, der einen sehr starken Bedeutungswandel erfahren hat. Heutzutage versteht man darunter so etwas sehr Süßliches, Kitschiges. Ich finde interessant, dass genau das die Romantik eigentlich nicht ist. Die Welt muss romantisiert werden. Bedeutet bei Novalis eigentlich, die Welt sollte wahrgenommen werden als Kontinuum, als großer Zusammenhang. Und mit einem ökologischen Bewusstsein ist das eigentlich wieder sehr, sehr aktuell. Die Kunst, insbesondere die Literatur, hat ja die Eigenschaft, dass sie Unsichtbares sichtbar machen kann. In dieser Hinsicht kann vielleicht die Kunst den Klimawandel, die damit verbundenen Probleme auf ganz andere Weise spürbar machen, als es beispielsweise die Wissenschaft vermag, die mit Daten, Zahlen, Fakten operiert, mit Statistiken und mit Informationen. Man weiß ja vieles, aber dennoch ist es so, dass diese Informationen nicht wirklich an einen herankommen. Ich freue mich besonders über den Wortmeldungenpreis, weil dadurch das Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe, der Stadtbaum, der Baum, eine ganz andere Öffentlichkeit erhält. Ich erhoffe mir, dass viele Leute meinen Text lesen und dass sie nach der Lektüre des Textes mit einem anderen Blick auf Bäume sehen. Die Welt muss romantisiert werden. Ich möchte diese Formel heute wieder als Forderung der Aufklärung verstehen, also als Forderung der Vernunft, die Fragilität und Einzigartigkeit lebender Wesen wahrzunehmen
und ihnen mit Freundlichkeit und Respekt zu begegnen.